Also, Venetus, ich habe mich damit nie wirklich ausführlich auseinandergesetzt, weil mir das irgendwie nicht wirklich viel bedeutete. Aber da ich die letzten 2,5 Jahre mitbekommen habe, was Corona und Einsamkeit mit Menschen gemacht hat, bin ich irgendwann mal in dieses Rabbit Hole rein. Und da wird einem erstmal bewusst, wie verrückt das eigentlich ist. Also gerade diese ganzen Coaches und ihr wollt, also wir mittlerweile mein Algorithmus auf TikTok hat sich geändert. Der besteht jetzt nur noch aus Coaches. Ich habe da aber auch, da gibt es auch wirklich gute, ne? Also ich habe zum Beispiel jemanden gefunden, der ist Kommunikationscoach. Und der hilft dir da, also was heißt der hilft? Der gibt dir Ratschläge, wie man Sachen umformulieren kann, damit sie weniger verletzend sind und weniger verletzend und etwas ja schon einfühlsamer halten. Also solche Leute gibt es auch. Also ist ja nicht so, als wenn da nur Quatsch ist. Aber dieser ganze Dating-Plunder, Junge, Junge, Junge. Das geht schon jahrelang zum Teil. Wahrscheinlich ja. Nur ist das halt nie so aufgeschwappt. Durch die heutige Zeit und durch das Internet hast du ja immer eine Flut. Also ich sag mal, du hast ja eine Flut von Dingen, die dich überwältigen. Ne? Also heiraten, Liebesfilme, öffentliche Beziehungen, Kinder, Häuser bauen. Also sei es dein Lieblingsinfluencer, der mit seiner Partnerin schon Influencerin und Partnerin seit mehreren Jahren zusammen ist, Häuser bauen und so weiter und so fort. Dadurch wirst du ja auch beeinflusst. Dein damaliger Einfluss im Dorf war ja, okay, die haben Kinder gekriegt und haben geheiratet. So, und dann waren das vielleicht von, sag ich mal, 250 Mann, die da im Dorf gelebt haben, 5. Und heute wirst du damit ja zugeballert. So. Und der gemeine Mensch sitzt ja den ganzen Tag alleine zu Hause. Und durch dieses ganze Alpha-Geschwurbel gerätst du ja relativ schnell in toxische Beziehungen. Und das hat sich über die letzten Jahre, glaube ich, sehr ausgeprägt, dieses ganze toxische Zeug. Und dann kommen halt Menschen wie diese Coaches, die das noch viel intensiver gestalten und das immer schwieriger wird, jemanden zu finden. Die meisten haben resigniert, sitzen zu Hause und benutzen OnlyFans-Chatnachrichten für $30. Andere Leute versuchen ihr ganzes Leben lang, wie auf dem Viehmarkt bei Tinder, jemanden zu finden. Und das ist ja diese ganzen Parship und wie sie nicht alle heißen, das ist ja, die spielen, diese Menschen oder diese Unternehmen spielen ja nur mit den Ängsten der Menschen. Und durch diese ganzen Dating-Tipps werden Menschen ja auch grundsätzlich immer verrückter. Und niemand stellt sich mehr die Frage, was möchte ich eigentlich? Also die wird ja förmlich eingebläut, was man heute alles machen muss. Wie lange darf ich nicht schreiben nach dem Date? Wer muss auf dem Date bezahlen? Wie lange soll ich ihn ignorieren? Wann soll ich das machen? Wann soll ich dieses machen? Wann soll ich jenes machen? Muss ich gute Blowjobs geben? Muss ich Analsex haben? Muss ich das machen, was der Mann will? Und andersrum genau dasselbe. Muss ich ein Arschloch sein zu der Frau? Darf ich keine Gefühle zeigen? Muss ich der Provider sein für zu Hause? Muss ich dies? Muss ich das? Muss ich jenes? Und Menschen fragen sich ja mittlerweile gar nicht mehr, was sie eigentlich selber wollen. Das fragen sich ja die wenigsten Menschen, was möchte ich von einer Beziehung haben? Wenn du, ganz ehrlich, das ist immer so ein richtig guter Obener, wenn man sich kennenlernt, was willst du eigentlich in deinem Leben mal schaffen und was möchtest du aus einer Beziehung? Und das sind schon zwei einfache Fragen, die du stellen kannst, ohne unhöflich zu sein, um herauszufinden, beispielsweise, ob die andere Seite weiß, was sie möchte. Dieses ganze Rumgeseier und diese ganzen Tipps, die sind halt nicht allgemeingültig und sie werden auch nie allgemeingültig sein, weil jeder Mensch anders ist. Ein sehr großer Anteil an Menschen weiß nicht, was er möchte, sondern das ist einfach nur planlos ins Leben. Wenn mir jetzt zum Beispiel die Frage gestellt wird, was möchtest du eigentlich aus diesen zwischenmenschlichen Konstrukt, kann ich darauf eine ganz ehrliche und einfache Antwort geben. Und wenn das nicht zueinander passt, naja, dann kannst du gucken, ob man den Mittelweg findet, ob man sich arrangiert oder nicht. Wenn du dir nur mal, sag ich mal, eine Stunde
verteilt über eine Woche nimmst, die du nur für dich nimmst, für dich alleine auf einen Stuhl, ohne Musik, ohne Geseier und einfach nur mal auf deinen Kopf hörst und dir die Fragen stellst, deine eigenen Fragen, dann wären schon echt viele Leute feststellen, dass ihnen geholfen wird. Und ich spreche jetzt nicht von Menschen, die durch Krankheitsbilder natürlich es so schon ein bisschen schwieriger haben. Da muss von außen natürlich noch jemand mit ein bisschen wirken, der die richtigen Werkzeuge hat. Ne? Es hat aber auch jede Angst, mal auf die Fresse zu fallen und einen Fehler zu begehen, weil man ja verletzt werden könnte. Naja, was kannst du denn verletzt werden? Sagen wir mal, du biegst dich so hin, wie der andere das gerade braucht. Ja? Du verletzt dich in dem Moment selber schon, nur dass du nicht in die Zukunft guckst, weil du sehr schnell feststellen wirst, dass dich das auf Dauer nicht glücklich macht. Also wovor hast du nachher am Ende Angst? Und warum hat man Angst, seine Bedürfnisse zu äußern? Weil ob du jetzt unglücklich in der Beziehung jahrelang lebst und da schon der Fehler liegt und dich dann trennst, oder ob du am Anfang schon für dich ganz klar sagst, hey, ich möchte das und das und das, du möchtest das nicht, okay, funktioniert nicht. Da geht es ja auch wieder um Kommunikation. Kommunikation ist halt der King. So, du wirst halt am Ende des Tages, wenn du nicht redest, kann halt nichts passieren. Weil, wie gesagt, dir kann kein Mensch in den Kopf gucken. Schon kurios. Arbeitskollege hat 2 Jahre lang eine Freundin, die er liebt. Guckt aber auf Arbeit auf Tinder rum. Mit der Begründung, ich gucke ja nur. Dann war Schluss. Ein Tag war sein Herz gebrochen. 2 Tage später ging es aufs nächste Date. Wenn ich zum Beispiel mit einer Frau schreibe und die kennenlerne, dann gibt es nur diese eine, keine andere. Solange diese Frau beispielsweise, mit der, egal ob ich jetzt in der Beziehung bin oder nicht, gibt es nur diese eine Frau. Alle anderen sind zu diesem Zeitpunkt völlig irrelevant. Weder Bilder auf Instagram gucken, Streams, chatten, was auch immer, gibt es nicht. Währenddessen du in einer Beziehung steckst und du dir schon Bilder anschaust, oder auf Tinder rumswipes, bist du hundertprozentig nicht glücklich in deiner Beziehung, weil dir fehlt was. Entweder fehlt dir physische Zuneigung oder seelische, psychische Zuneigung. Ich guck ja nur. Na, warum guckst du denn? Weil ein Bedürfnis erfüllt werden muss, was du an einer anderen Stelle nicht kriegst, wo du die Schnauze nicht aufkriegst und darüber sprechen kannst, was dir fehlt. Alleine sein ist nicht schlimm übrigens. Alleine sein ist super wichtig. Dir wird nur alleine klar, was du willst oder was dir fehlt. Weil dieses Bedürfnis kann sich ja gar nicht ausprägen, wenn du mit jemandem zusammen bist. Weil irgend so einen kleinen Krümel kriegst du ja immer. Für mich persönlich ist aber auch eine gute Beziehung mit was Negativem behaftet. In einer guten Beziehung sollte dein Partner der Mensch sein, der dich am meisten nervt. Auf dem ganzen Planeten. Und mit dem du über alles reden möchtest und das klären willst, weil dich das so sehr nervt. Weil am Ende ist das nämlich wie eine gute Freundschaft. Da kappelt man sich auch, schreit sich an, wenn es mal notwendig ist, und danach rauft man sich wieder zusammen. Na mal ernsthaft, wenn ich euch das jetzt mal frage, die verheirateten Menschen alle mal weg. Die lassen wir mal raus, wenn ihr glücklich verheiratet seid. Wisst ihr alleine, was ihr möchtet? Also jetzt mal aus einer Partnerschaft, wisst ihr das? Wenn ihr jetzt eine Antwort geben müsstet, ad hoc, sofort, wüsstet ihr das? Oder müsstet ihr ewig lange drüber nachdenken? Die Leute, also die Menschen, die jetzt Nö gesagt haben, setzt euch damit mal auseinander. Also setzt euch mal wirklich hin und fragt euch mal, was will ich eigentlich? Und das heißt nicht, dass jeder das jetzt machen muss. Absolut gar nicht. Und das ist auch nicht schlimm. Und dann ist man auch kein komischer Mensch. Oder irgendwas anderes, was Dating-Coach einen so an den Kopf schmeißen. Ist man nicht. Man weiß es einfach nur noch nicht. Und das ist auch okay. Das sollte man einfach nur ganz fair kommunizieren für den anderen Menschen gegenüber. Weil wer weiß, ich sag mal, jeder braucht ewig und 3 Tage, um zu wissen, was er überhaupt von sich möchte. Und das ist auch nicht abnormal. Das ist nicht abnormal und auch nicht komisch. Ja, was heißt, Singles sollen sich darüber im Klaren sein? Wenn du natürlich das nicht weißt, dann musst du ja auch erstmal die Erfahrung machen. Ne? Also du kannst ja jetzt nicht davon ausgehen, dass sich jeder mit diesen Fragen überhaupt auseinandersetzen möchte. Es gibt halt wirklich super viele Leute, die möchten gerne alleine sein für sich. Und das ist auch vollkommen legitim und fein.